Yo, hallo liebe Leute zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Guckt euch das an, Sonnenuntergang, Sonne scheint, wie geil ist das denn? Jo, und im heutigen Video machen wir ein kleines Wasch- und Putzvideo. Ja, die CBR, das will ich ja die ganzen letzten Tage mal machen. Mal wieder putzen, die ist jetzt nicht übertrieben dreckig, aber schon ein bisschen. Und ja, das kann man mit seinem Gewissen bei seinem geliebten Bike gar nicht so vereinbaren und verantworten. Das ist einfach kein gutes Gefühl, wenn man weiß, oh, das ist eigentlich auch ein bisschen schmutzelig, das Bike. Nee, deswegen ja, haben wir jetzt Feierabend und haben uns ein paar Putzutensilien eingepackt. Jetzt auch nur ein paar. Wir machen jetzt nicht die große Wasch-Action. Wie gesagt, so dreckig ist es auch nicht. Aber genau, deswegen fahren wir jetzt zusammen zur Waschbox und dann ja, putzen wir das Motorrad einmal zusammen und ich zeige euch so meine Routine und so die Mittelchen, die ich so benutze und wie ich es mache. Und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und wenn es irgendwas gibt, wo ihr sagt, Mensch, Chaniro, das musst du besser machen, darauf musst du achten beim Putzen, dann gerne Bescheid sagen. Ich gucke mir auch immer gern Videos an oder lese mich auch so ein bisschen ein. Und genau, ja, wir fahren jetzt zur Waschbox. Gerade das Thema Hochdruckreiniger ist ja immer so zwiegespalten. Also ich habe zu Hause auch so einen Akku-Hochdruckreiniger, der entsprechend viel weniger Druck hat. Mit denen putze ich es in der Regel auch. Mein Motorrad ist extra für Motorräder so ein Hochdruckreiniger, der eben weniger Druck hat. Aber ich sag mal, auch die in der Waschbox, wenn man jetzt nicht gerade innerhalb von ganz kurzem Abstand da auf alle Teile drauf schießt und drauf feuert. Ja, wie gesagt, wenn man ein bisschen mitdenkt, dann passiert da auch nichts. Und das ist ja auch so gängig in der Waschbox. Das macht ja so ziemlich jeder. Oder einige zumindest. Von daher, ja, wie gesagt, nicht frontal aus der Nähe. Dann geht es schon klar. Aber auch hier könnt ihr gerne mal eure Meinungen nennen. Für Hochdruckreiniger, also für Waschbox oder dagegen. Jo, was ich ja auch echt gut getroffen habe mit der Waschbox. Die hat eine gute Schaumpistole. Ja, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig, wenn man das Motorrad gut einschäumen möchte. Da gibt es so schon viele Waschboxen, wo entweder gar nicht so eine Schaumlanze oder Schaumpistole haben oder nur mit so einem Kehrer oder wie man es auch nennt. Ihr wisst, was ich meine, vorne dran. Und das ist natürlich nicht so geil zum Motorrad einseifen. Von daher, die haben eine gute und eigentlich ist da in der Regel auch immer was frei. Ja, wir sind jetzt gleich da. Nochmal hier schön mit dem Sonnenuntergang, der jetzt so demnächst eintritt. Einfach herrlich. Auch schön am Putzen. Oh, da ist auch. Dann nehmen wir doch hier die Mitte. Mein Handy nicht vergessen abzumachen. Schlüssel auch nicht vergessen. Also wir haben jetzt hier von Motul so ja, einen Felgenreiniger. Der Felge ist meistens so eine Schicht drauf. Ja, die ist ein bisschen hartnäckiger. Von daher lassen wir hier noch ein bisschen den Felgenreiniger einwirken. Der ist echt gut, der löst auch da so die groben Verschmutzungen. So, das langt schon. Und jetzt ja, seifen wir das Motorrad ein. Und dann schrubben wir es ab. Wenn es ein bisschen eingewirkt hat, je nach Verschmutzungsgrad natürlich ein paar Minütchen länger einwirken lassen. Ja, hier, das wollen wir haben. Powerschaum, Schaumpistole. Genau, das wollen wir. So, nur kurz gucken. Was ist die richtige Bürste? Genau, die ist nämlich nicht mit diesem Besen da vorne dran. Ich glaube, die hier. Oder die hier. Die hier. Das ist dann der Hochdruckreiniger. Oh, es geht schon los. Da ist doch einfach immer so geil. Oh. Ich lieb's, Leute. Das ganze Bike so schön weiß vor Powerschaum trieft. Deswegen, es gibt natürlich auch so ja, Motorrad-Allzweckreiniger, sage ich mal, so alles Reiniger. Das könnt ihr natürlich auch wie das Felgenspray auftragen. Aber ja, wenn ich hier so eine Waschanlage mit so einem Powerschaum habe, das geht auch voll klar. Das langt. Und das riecht doch geil. Riecht wie ein Kaugummi. Und jetzt habe ich hier so einen schönen
Schrubberschwamm. Da schrubben wir es jetzt noch ein bisschen ab. Wahrscheinlich wird sich auch alles so von alleine lösen. Aber ja, wir unterstützen das noch ein bisschen. So Leute, jetzt ist, wie gesagt, es war nicht so grob schmutzig. Jetzt ist so das Gröbste runter. Ein bisschen eingewirkt haben wir es jetzt auch lassen. Also so mit dem Hochdruckreiniger abspülen. Dann trockenrubbeln, noch ein bisschen Konservierung drauf. Kette fetten wir zu Hause auch noch. Die ist sauber, deswegen reinigen müssen wir die nicht. Aber fetten tun wir sie einmal dann zu Hause. Ja, ihr seht, der Schaum ist schon runter. Jetzt nutzen wir noch die Waschzeit. Aber eigentlich passt schon. Jawohl. So, jetzt schieben wir es hier gleich zur Seite, machen Platz für die anderen Leute und dann ja, geht es ans Trocken, rubbeln ein bisschen zumindest. Und genau, wie gesagt, so ein bisschen Lackpflege und Korrosionsschutz machen wir jetzt noch drauf und dann passt es eigentlich. Genau, schieben wir jetzt vor, packen hier mal kurz zusammen. Ja, so Wischen putzen tue ich immer mit so Mikrofasertüchern. Also das Ganze, die ganzen Pflegeprodukte, die ich hier jetzt so nutze, habe ich zum großen Teil auch alle in der Beschreibung. Also wenn ihr da auch auf der Suche seid, na was, dann könnt ihr gerne mal schauen oder mal vielleicht auch andere Sachen ausprobieren wollt. Also mit denen, die ich jetzt hier so benutze, mit denen fahre ich eigentlich ganz gut bisher. Genau so, jetzt ist das hier zum Großteil, zumindest das, was wir jetzt noch ein bisschen behandeln wollen, auch trocken. Wie ihr seht, gerade dieses Felgenspray, die sind picobello sauber. Vorne wie hinten, das ist echt super Zeug. Jetzt haben wir hier ein bisschen Shine and Go. Ja, das tut einfach ein bisschen den Lack schützen, wieder ein bisschen die Farben aufhellen. Und ja, so ein bisschen diesen Abperleffekt auf dem Lack begünstigen. Davor quasi auch vor erneuter Verschmutzung ein bisschen schützen. Genau, hier auch von Motul. So Shine and Go Spray heißt das. Genau, sprüht ihr da drauf. Dann tut ihr das auch wieder mit so einem Mikrofasertuch. Oh, und es riecht auch geil. Ganz vergessen. Das riecht super. Ich weiß nicht, was auf der Kamera so rüberkommt, aber ja, es scheint direkt. Weil Shine and Go, Name Programm. Hat irgendwie so was Zitroniges. Schlecker. So, das soll mal langen. So, hier noch eine Sitzbankpflege, damit euer Leder auch lange schön erhalten bleibt. Auch hier ein bisschen drauf. Dann auch wieder mit dem Mikrofasertuch einreiben. Pflegt und schützt. Jetzt machen wir hier noch zum Schluss ein bisschen Korrosionsschutz hin. Gerade so bei den beweglichen Teilen. Einfach, dass da nichts rostet etc. So ein bisschen bewegen, dass es da schön reingeht. Und dann abwischen. Dann war's das, Leute. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Like und Abo, da würde ich mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.